Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. So, wollen wir mal starten? Und waren. Gut, dann sind wir in der Folge die Mission abgeschlossen bekommen. Sind ja bloß noch 3, 4 Ingame-Stunden. Fertig zum Losfahren. Gepennt haben wir. Sehr geil. Dann würde ich mal sagen, frei beim Matipan. Oh, voller Sonnenaufgang hier. Da vorne war der Ausgang, ne? Kann ich mir irgendwann mal meine Web sehen? Danke. Ja, sieht gut aus. Fahren wir links raus oder rechts? Ich würde sagen, links waren wir bereits. Also fahren wir rechts raus. So. Neu berechnen. Dann müssen wir nur gucken. Achso, wir schicken uns trotzdem vorne nach rechts. Wieso nicht nach links? Links müssen wir doch wesentlich besser langkommen. Rechts haben wir doch diese komische. Mal kurz. Hier kurz rauf. Demnächst rechts abbiegen. Was? Wo das denn? Meine, ja, weil diese komische schnell langsam fahren. Oh, nur weil eine Gewichtheit. Ja, sieht beides gut aus. Wobei, hier kommen wir gar nicht so lang. Oder? Wir kommen von hier nicht nach da. Wenn ich jetzt richtig sehe. Man kommt nur die glatte Straße lang, dann kommt man dahin. Oder dieser Abzweig, dann kommt man nach hier. Aber du kommst nicht nach da. Wir müssen sogar nach rechts fahren. Das ist ja interessant. Warum gibt es hier. Hä? Okay. Sehr interessant. So, dann. Bleib grün. Biege nach rechts ab. Nein, du bleibst grün. Puh, geschafft. So. Dann fangen wir mal an zu cruisen. Immer geradeaus. Eigentlich hätten wir gleich mal bei der Werkstatt vorbeischauen können, aber ganz ehrlich, 5% easy. Oh, das ist schon wieder rot. Immer geradeaus. Also eine lange Rotphase, ey. Holy shit. Das hast du mit einmal Pen genau hingehauen. Nehmen wir schön den Sonnenaufgang mit. Wir kommen super entspannt an. Bitte links. Bleibt grün, gelb. Nee, doch. Ampel du. Bitte links halten. Ach, boah, du bist gerade wieder einspurig, ne? Ah, nee. Die Wege trennen dich. Hobble-Walker, ich vermisse dich. Was? So, machen wir hier. Er hat wieder eine Kurve hier. Oh, ist das eine schöne Brücke.
Guckt euch diese Brücken an, wie die Brücken können. Kann. Sehr geil. Gefällt mir. Was halt bei dem Film auch noch fehlt, ist so diesen Sonnenschutz. Also ich meine, manche LKWs haben den ja, aber das, vor allen Dingen die LKWs, die den haben, dass du den Ding auch wirklich verstellen kannst. Ich meine, bei den amerikanischen LKWs, da hast du meistens nur diese komische Blende vorne dran, ne? Die ist halt starr. Aber gerade bei den europäischen LKWs hast du ja meistens, dass du innen drinnen diese Blende, dass du runterfahren kannst. Und das fehlt halt noch so ein bisschen. Ja, ich glaube, wir müssen auf die linke Spur. Ne, müssen wir nicht. Okay. Wow, I'm fast. Amphibious. Ich fahre hier so ein bisschen mittig, weil sie wird garantiert einspurig. Der LKW ist super langsam. Oh, okay, bleibt sogar zweispurig. Ja, schön. Dann können wir überholen. Das heißt, wenn wir jetzt nur noch 30 km/h haben und wir 70 km/h dazu bekommen, obwohl, nee, aber weil gerade dann in, haben wir über 100 km/h, können wir Kredit zurückzahlen, aber wir haben den 40.000er. Das heißt, wir müssten warten, bis wir, lass uns kurz überlegen. Wenn wir 250, nein. Wenn wir 300, nein. Wenn wir, ich kann gerade nicht denken. Ich bin gerade am überlegen, wie viel Geld wir brauchen, um die 400 km/h Kredit auszudings dann. Also gegen den 100er zu wechseln. Wenn wir 300 km/h haben, ist noch 301. Haben wir selber noch 200. Das reicht nicht. Nein, wenn wir 300 haben. Doch, genau. Wir brauchen 300 km/h. Macht irgendwie Sinn. Habe ich schon wieder viel zu kompliziert gedacht. Warum zieht er jetzt nach links? Warum zieht er vor ihm auch nach links? Aber warum fahren wir schon wieder viel zu schnell? Ja, no. Werd dich einig, Junge.
Okay. Der Berg da hinten sieht ja echt hart nach PNG-Berg aus. I'm not gonna lie. Alles ja. Also ein bisschen schöner machen können. Renten. Reduce Speed Zone ahead. Jetzt nochmal. Reduce Speed Zone ahead. Speed Limit 50. Oh mein Gott, wir sind zu schnell. Oh, aber das ist. Ah nee, das ist das Ding, wo wir so schnell bleiben können. Weil hinten geht es mich wieder bergauf. Also dafür könnte ich schön Schwung nehmen. Ich verstehe auch gar nicht, warum diese Brücke hier so nah über dem Wasser sein muss. Hier kommt kein Schiffdruck drunter durch. Voll stupid. Warum macht man sowas? Oh, bitte noch. Oh. Sind wir hier in der Nähe von, Gott, wie heißt das? Da geht noch Seattle. Da, wo dieser große Hafen ist. Der ist doch da. Nee. Oder ist das? Doch, das genau, das ist ja dieser große Hafen. Ah. So, wo sind wir jetzt? Oh, Entschuldigung. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Wir müssen rechts. Wie freundlich, dass er uns Platz gemacht hat. Ausfahrt rechts. So ein lieber Kollege. Bitte links halten.
rechts nehmen. Die Ausfahrt rechts. Biege nach links ab. Da vorne ist Ziel. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das war das Gebiet mit den Schwengebrücken. Würde ich ja gerne, aber das Auto da. Das Auto. Biege nach links ab. Oh, die drehen sich gerade. Sieht aus, als wenn das Schiff schweben würde.
Stimmt, die Eisenbahnbrücke dreht sich ja auch, ne? Gute Frage. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ah, der hat auch schon bessere Tage gesehen. Biege nach rechts ab. Da sind sogar noch die ganzen Amazon-Kartons drin. Biege nach rechts ab. Warum ist da der LKW? Es ist vorbei. Na, klopft mal auf, wieder ist auch gleich vorbei. Nee, sieht ja gar nichts. Ich steig mal kurz aus. Oh doch, okay, doch, das passt. Gut, na dann. Wohin überhaupt? Da hinten rein? Ihr wisst aber schon, dass es unmöglich ist, den Hänger da hinten gerade zu ziehen. Wie soll das gehen? So, mal gucken, wie viel Platz habe ich noch? Ah, ein bisschen noch. Ah, könnte sogar was werden. Okay. Easy, wusste ich. Easy. Muss direkt immer meinen Stuhl grinden. Let's go. Also, wir haben tatsächlich den Level 9 übersprungen. Nice. Das heißt, wir können jetzt direkt 2 Punkte vergeben. Bam, bam. Oh, das ist neu. Früher musste man immer die Plus- und Minus-Taste benutzen. Jetzt konnte man auch direkt einfach reinklicken. Nice. So, und damit haben wir jetzt auch endlich dringende, also wichtige und dringende Lieferung freigeschaltet. Nice. So, jetzt gucken wir erstmal ganz kurz. Wir haben... Warum haben wir 200.000? Ach nee, ist ja Profit pro 7 Tage bis 2.000. Wo ist denn unser Geld? Da oben, 107. Ah, okay. Ja, das reicht natürlich gar nicht. Für nichts. Versuche ich jetzt gerade. Service. Und Bank. Wir haben 300, genau. Das heißt, wir müssen noch 160.000 Euro einnehmen. Müssten wir nicht, wir müssten noch 100.000 Euro einnehmen, damit wir den zurückzahlen können. 150. Ja. Gut. Also müssen wir noch ein bisschen sparen. Oder wir nehmen uns noch 100.000, dann haben wir 200.000. Dann könnten wir unsere Garage noch erweitern. Aber weil es bringt nichts. Hätten wir gerade noch Geld für vielleicht einen LKW. Hey, wir warten erst mal, bis der Kredit weg ist. Dann gucken wir weiter. Das heißt... Wir schauen mal, was war jetzt noch so. Wow, 54, 59. Das ist schon mehr als die 48 beim letzten Auftrag.
Ist sogar eine kürzere Strecke, auch eine Strecke, wo wir noch nicht waren. Ja, würde ich mal sagen. Gar nicht lange überlegen, sondern die nehmen wir. Wobei, ich guck mal, weil der LKW ist hässlich. Aber das, die sind dann wieder 48er. In dem Bereich von 48, das ist schon wieder... Und auch nicht wirklich schönere LKWs. Habt ihr gehofft, mal so eine LKWs hier? Problem ist halt, diese Mission dauert immer ewig, weil du halt nur 40 fahren darfst. Ja. 415 PS ist wirklich nicht sehr viel. Wir haben immer 600 PS. Aber da oben waren wir jetzt bereits. Ach ne, ist da. Nee, da waren wir noch nicht. Können wir doch das hier nehmen. Ja, da finden wir das hier. Montana ist ein schönes Gebiet. Dürfte bestimmt eine schöne Strecke werden. Ach, sag mal, die LKW, die wir gerade hatten. Ja, gut. Oh, doppelt auf Liga. Digga, was macht hier so viel Krach? Geht so alles aus. Ja, ist die Anlage hier. Obwohl hier, wie man sieht, alles aus ist. Die Schnecke dreht sich nicht. Okay, die Schnecke ist nicht mal eine Schnecke. Also kommt man so auf. Sind bloß Platten. Aber hier ist nicht mehr irgendwie Granulat, das hier lang fließt oder so. Naja. Auf geht's. So, wir fahren jetzt hier raus, I guess. Kommen wir da raus? Nein, nee, wir kommen gar nicht raus. Gut. Dann fahren wir hier einmal rum, drumherum. Geht gar nicht drumherum. Hey, was ist das für ein Bullshit, sag mal. Aber wir hätten da lang gemusst. Da oben. Echt nicht, aber sehr ungünstig. Aua. Aber wir sind zu viel Momentum. Okay. Die Auflieger werden es mir irgendwann danken. Kann ich jetzt nicht einfach hier rausfahren? Wo wir es eh schon mal gewendet haben? Ich glaube, hier ist einfacher. Ja, viel einfacher. Los, mal auf hier. Warum blinkt das Ding nicht? Ah doch, blinkt. Nur ganz schwach. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Dann würde ich mal sagen, Rest nächste Folge. Folge vergessen, dass ich ja vorhin Pause machen wollte. So. Bis dann.